Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Garching an der Technischen Universität. Und da möchte ich Ihnen heute einen Verein vorstellen. Gar nicht gewusst, dass es an der TU überhaupt Vereine gibt, aber Ihr Verein, Herr Frasch, die hat eine gewisse Geschichte. Wie lange gibt es jetzt den schon? Mittlerweile seit 16 Jahren. Und diese Herrschaften bauen Elektroautos. Vor 16 Jahren ging das ja los. Aber Sie haben es jetzt vor 16 Jahren nicht miterlebt, oder? Seit wann sind Sie hier? Leider noch nicht. Ich bin erst da, 2017 bin ich hier. Ja. Und dann gibt es mittlerweile so lange, dass sich dieser Verein aufgegliedert hat. Die bauen also einmal Elektroautos zum Schnellfahren, also richtige Rennautos. Aber sie bauen auch sowas wie das hier. Genau. Was eigentlich mehr so in die Richtung geht, die uns Normalbürger interessiert, die keine Rennfahrer sind, ja, sondern vielleicht mal irgendwann in der Stadt mit Elektroautos unterwegs sein, ja, wollen. Ne? Ich muss sagen, das ist auch unser Ziel mit diesen Fahrzeugen. Die Klasse heißt zwar Urban Concept, eben dadurch, dass wir normale Eigenschaften am Auto einbauen müssen, die jedes Straßenfahrzeug auch haben würde. Es war aber von Anbeginn unser Ziel, das Concept aus dem Namen zu streichen und ein Auto zu bauen, das man genauso gut am Supermarkt stehen sehen könnte. Mhm. Und in dem man sich auch vorstellen konnte, selbst zur Arbeit zu fahren, ohne von den Kollegen ausgelacht zu werden. Ja, und das Interessante ist halt, dass Sie das nicht nur irgendwie machen, sondern auch sehr erfolgreich. Sie haben schon wiederholt in internationalen Bewerben ganz vorne, ja, mitgemischt. Ne? Ja. Ja, muss man sagen, es gibt viele verschiedene Wettbewerbe fürs Eco-Team. Es ist einmal der Eduque Eco und dann der Shell Eco-Marathon. Mhm. Mit den verschiedensten Wettbewerbsklassen waren wir immer sehr erfolgreich. Der Höhepunkt von allen Wettbewerben war tatsächlich kein Wettbewerb, sondern unser Weltrekord 2016. Wie schaute der aus konkret? Der wurde mit einem anderen Fahrzeug gefahren, nicht mit dem, sondern mit einem kleinen Prototyp, zigarrenförmig, ungefähr so hoch. Da wurde auf einer Teststrecke von Audi, wurden innerhalb von 25 Minuten Runden gefahren. Und dabei kam dann raus, dass unser Fahrzeug mit umgerechnet einem Liter Benzin ungefähr 11.000 Kilometer fahren kann. Natürlich, es war ein Elektrofahrzeug. Mit einem Liter 11.000 Kilometer? Genau. Und es war ein Elektrofahrzeug. Da war aber, achso, es war Elektrofahrzeug. Es war ein Elektrofahrzeug. Zur Umrechnung. Niemand kann sich unter Kilowatt was vorstellen. Niemand kann sich unter Kilowatt was vorstellen. Es war ein Elektrofahrzeug, aber mit der Energie aus einem Liter Benzin 11.000 Kilometer. Da sieht man halt, was im normalen Straßenverkehr eigentlich eine Energie verpulvert wird, was also ungenutzt, ja, hinten zum Auspuff rauskommt. Ne? Und das Auto, muss man auch sagen, Sie sprechen von Zigarren, war aber um einen Menschen herumgebaut, weiblicher, genau, Natur, die dieses Auto gelenkt hat. Genau. Die Fahrerinnen waren es häufig, da wettkampfbedingt ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm vorgeschrieben wurde. Mhm. Somit mussten wir einen Fahrer oder Fahrerin finden, die möglichst nah an diesen 50 Kilogramm da dran war. Mhm. Und infolgedessen stand Fahrer oder Fahrerin in der Regel schon vor dem Wettbewerb fest und vor dem Auto schon fest. Und dann wurde sie ihre Größe abgemessen und das Auto wurde um sie herum gebaut. Jetzt ist ja gerade bei der Maschinenbau und Maschinentechnik nicht so häufig, dass man da Frauen als Kommilitonin hat. Wir sind da der Schlüssel zurzeit bei euch. Vor Maschinenbau irgendwie unter 20%, Elektrotechnik weit unter 20%, sind leider nicht sehr viele. Wir bemühen uns aber auf jeder öffentlichen wirksamen Veranstaltung, die wir sind, sei es das Streetlife Festival oder jeder Unitag, hier Tag der offenen Tür, den wir haben, gerade Frauen dafür zu begeistern, um einfach ein bisschen diese Klischees zu brechen, diese Stereotypen zu brechen, da jede Frau und jeder Mann, der mit dabei ist, mit seinem eigenen Charakter eine Bereicherung darstellt. Das Interessante, was natürlich jetzt für unsere Zuschauer hochinteressant ist, macht es Sinn, in ein Auto zu investieren? Die meisten sind ja kurz davor, dass sie sich nicht bloß überlegen, ob sie ein E-Auto kaufen sollen, sondern es auch tun wollen, das Batterien hat oder ist die Batterie als solche schon wieder überholt? Sie wissen, was ich meine. Ne? Ja, ich weiß, ständig davon, dass das Lithium, nimmer, und Lithium, ja, und wie das Lithium, ja, gewonnen wird. Man muss sagen, es ist eine wirklich schwierige Frage. Da kann man jetzt nicht, reicht nicht eine Stunde, um das wirklich ausführlich, ja, zu behandeln. Was haben denn Sie für ein Gefühl? Sie sind ja lange nicht im Geschäft drin. Unser Gefühl, kurzfristig heißt, nächsten 5, 10, 15 Jahre wird die Batterie die Nase vorn haben. Mhm. Einfach, da sie bis jetzt bewährt ist, relativ einfach einzusetzen ist, relativ kostengünstig. Die Kostenfaktor ist ein sehr großer Faktor für den Massenmarkt. Wird es kurzfristig vermutlich die Nase vorn haben. Was allerdings danach kommt, können wir nicht voraussagen, können die wenigsten voraussagen. Das wird nur die Zeit zeigen, ob Wasserstoff sich durchsetzt. Man muss allerdings auch sagen, man muss unterscheiden zwischen elektrischem Antrieb und dem Energiespeicher. Der elektrische Antrieb hat gegenüber einem normalen Verbrennungsmotor enorme Vorteile. Angefangen bei so etwas Banalem wie der Rekuperation, Energierückgewinnung.
Also dass man praktisch aus dem Bremsen wieder Energie bekommt. Ne? Genau, deswegen muss man unterscheiden zwischen dem elektrischen Antrieb an dem E-Motor und der Energiespeicherung für diesen elektrischen Antrieb. Weil zum Beispiel, wie es jetzt in einem BMW i3 verwendet wurde, wurde einfach dann ein kleinerer Motor eingebaut als Range Extender, der praktisch einen Generator betreibt, der diese Energie, der die Batterie lädt. Und somit dann die Energie zur Batterie speist und von der Batterie dann den Elektromotor, dass man trotzdem die Alltagstauglichkeit von einem Benziner hat, allerdings die technischen Vorteile von einem Elektromotor. Also das Auto, was er gerade jetzt so abschwenkt, mein Kameramann, ist das Auto, das im letzten Jahr gewonnen hat. Und was da hinten, praktisch links von Ihnen auf dem Tisch, so etwas unbeholfen drauf liegt, das hat jetzt dann in einem Monat seinen großen Auftritt und das wäre praktisch der Wagen für dieses Jahr. Das wird MUG 19, genau. Ja. Und das Interessante ist, und da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen drüber reden, dass sie ja jedes Jahr für diese Wettbewerbe andere Vorschriften bekommen. Ihr müsst praktisch jedes Jahr praktisch das alte Konzept umschmeißen und wieder Neues machen. Und da reden wir gleich noch drüber, wie man solche Geschichten auffängt, wie umfangreich das ist, ob das ähnlich schwierig ist wie in der Formel 1. Also, Damen und Herren, bleiben Sie uns gewogen, dann erfahren Sie mehr vielleicht über Ihr nächstes Elektroauto. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Was Sie hier sehen, Damen und Herren, wir sind also wieder in Garching an der TU, ist ein alter Hut. Es ist eines dieser Autos, die hier von Studenten gebaut werden, wo die Studenten so ihre ersten Erfahrungen sammeln, nicht nur im Tun, sondern das auch innerhalb eines zeitlichen Rahmens und eines Kostenrahmens, weil ja alles ein Geld kostet. Ihr braucht praktisch, um diese Kosten zu decken, immer einen Sponsor, oder? Ja, mehrere Sponsoren. Sagen, das sind die Logos, die auf unseren Autos zu sehen sind. Jede Firma gibt ihren Teil mit dazu. Von manchen kriegen wir Geld, von manchen Fertigungsleistungen, von manchen Workshops, von manchen Lehrgänge. Aber jede Firma trägt ihren Teil dazu bei, dass wir überhaupt machen können, was wir tun. Wenn man so hinter sich schaut, dann sieht man ein leeres Brett, wo man viele Werkzeuge drangehängt. Ist praktisch ein Beispiel dafür, wie intensiv hier gearbeitet wird. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir aufräumen sollten, nachdem wir gearbeitet haben. Ja. Ich habe ihn nicht umsonst hier hergestellt. Ja. Wie viele Leute arbeiten an eigentlich so einem neuen Elektroauto dann mit? Also wir sind gerade 36 Leute, 36. Aktuell, genau, Studenten. Im Racing-Team sind es immer mehr, dass sie aktuell zwei Autos bauen, einen Driverless und einen EB, ein elektrisch betriebenes. Also 36 Leute sind mehr als eine Schulklasse. Ja. Wie macht man das, dass die nicht alle sich gegenseitig im Weg umgehen? Wie muss man sich die Organisation da dahinter vorstellen? Strikt und zeitbewährt. Ja. Genau. Es gibt in jedem Team gibt es zwei Menschen an der Spitze. Wir haben einen Teammanager und einen technischen Leiter. So gesehen, technischer Leiter ist der Papa vom Auto und Teammanager ist der Papa vom Team. Mhm. Sie haben im Überblick über alles, über eben entweder das Auto oder das Team und direkt darunter haben wir unsere restliche Teamleitung. Jeder ist zuständig für seine eigene Baugruppe am Fahrzeug, sei es der Antrieb, Chassis, Fahrwerks, autonome Komponenten oder eben das Management und Communication. Und darunter hat jeder sein Team von 4 bis 8 Leuten oder Studenten, die er organisiert, die er mit Arbeit versorgt, mit denen er seiner Aufgabe nachkommt. Es ist ja doch, wenn man es sich einfach vom Technischen her vorstellt, ziemlich fakultätsübergreifend, weil die, wo jetzt gerade hier an der Karosserie bauen, das ist ja mehr Chemie, dann die Leute, die Antrieb machen, ist Antriebstechnik, also mehr Maschinenbau. Und dann gibt es ja noch ganz wichtige Leute, die also gerade beim autonomen Fahren, wo das Fahrzeug eigentlich selber fahren sollte, mit Daten zu tun haben, also mit den Daten, die das Fahrzeug sich sammelt und aus den Daten dann den Fahrweg berechnet und dann auch noch diese Fahrwegsdaten dann wieder auf die Steuerungselemente übertragt. Das ist ja eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit. Genau. Ne? Muss man sagen, man hat allerdings, muss ich Sie nur kurz korrigieren, im Antrieb haben wir hauptsächlich Elektrotechniker, da wir einen elektrischen Antrieb haben. Mhm. Das heißt, die kümmern sich um ihre Platinen, um die Stromzufuhr vom Akku zu den Platinen, schlussendlich dann auch zum Elektromotor. Und gerade im Chassis haben wir viele Maschinenbauer, da eben, wir haben einen Chemieingenieur oder zwei, allerdings hauptsächlich Maschinenbauer im Chassis, da eben gerade hier an der TU der Maschinenbau nicht mehr die alten Dampfmaschinen sind, sondern zukunftsorientiert ist. Viel Mechatronik, viel auch mit Chemie eingebracht, da eben für moderne Materialien braucht man dieses Schnittstellenwissen. Somit sind damit eben hauptsächlich die Maschinenbauer am Werk. Ja, ich weiß schon. Aber ich finde es sowieso faszinierend. Früher, wie ich studiert habe, hat man da ganz klare Trennungen im Kopf. Ja. Aber heute ist das ja alles. Und da musst du auch noch Ahnung, ich habe es vorher schon kurz angeschnitten,
Anno, davor haben, wie es also sinnvollerweise das Geld einsetzt, was dann manche eurer Sponsoren ja zur Verfügung stellen. Ja. Wo geht das eigentlich hin? Müsst ihr hier irgendwie für diese Räumlichkeiten Miete zahlen oder so? Nein, von den Räumlichkeiten, ich glaube im Geld begrenzt, allerdings kenne ich da die genauen Verträge nicht, das ist Vorstandssache bei uns. Wir kümmern uns hauptsächlich um die Fertigung von unserem Auto. Das heißt, manches, was wir nicht gesponsert kriegen, müssen wir kaufen. Viele Rohmaterialien müssen wir kaufen. Müsst ihr da fragen? Ist dann irgendwie nur so einer von der Uni dazwischen, irgendein Geschäftsführer oder Lehrstuhlleiter? Nein. Da wir sind ein e.V., wir sind ein eingetragener Verein. Das heißt, wir haben da keine Zwischeninstanz mehr. Das Nächste, was über uns kommt, ist der Vereinsvorstand. Jedes Jahr oder in jeder Saison, zu jedem Saisonstart, stellen wir ein Budget auf. Für das komplette Fahrzeug, für jede Baugruppe, für jede Komponente, für jede einzelne Schraube werden wir einen Preis einplanen. Dieses Budget wird vom Vorstand genehmigt oder eben Änderungswünsche angetragen. Nachdem das bei der Genehmigung durch ist, können wir einkaufen gehen und auf Sponsorensuche gehen. Das ist ja Riesenarbeit. Ja. Man lernt eben dadurch schon während seinem Studium dieses Kostengrund, dieses Arbeiten auf Kostengrund und eben dieses Schnittstellenwissen. Weil die Zeiten sind lang vorbei, dass man als Maschbauer oder Wirtschaftsingenieur hat studieren müssen. Genau, ne? Dass man als Maschbauer einfach nur in seinem Labor sitzt und sich nicht darum kümmern muss, wie viel das Zeug kostet, was man kauft. Weil jede Firma hat irgendwann mal festgestellt, dass wenn auch der Entwickler weiß, wie viel es kostet, kann man sich irgendwo eine Stelle sparen. Ja. Das heißt, jeder muss im Prinzip nicht genau können, was der andere kann, aber wissen, was der andere kann. Und dann, wenn ihr wieder einmal einen Weltrekord gewonnen habt oder irgendein internationales Rennen, dann stehen ja praktisch unten am Treppball schon die Vertreter bzw. die Delegierten der großen internationalen Rennkonzerne oder was sagt man am besten, der Rennveranstalter oder der Fahrzeugbauern und reißen sich praktisch dann um die Studenten, oder? Also bei unseren Sponsoren haben wir tatsächlich gute Einstiegschancen. Viele von denen arbeiten mit unserem Verein und unserem Team über lange Jahre zusammen. Mhm. Und jemand von uns, der ein Bauteil entwickelt und konstruiert und dann zu einem Fertiger bringt oder der einen Umrichter entwickelt hat, arbeitet viel mit diesen Firmen zusammen, eben auch oft Know-how-Austausch, wo man einfach um Rat fragt. Und viele dieser Firmen lernen dann eben im Verlauf einer Saison, dass wir schon praktisches Wissen haben. Dass viele Studenten, die von der Uni kommen, nicht wirklich wissen, wie sie arbeiten. Das haben wir schon erledigt. Und wir haben eben die Erfahrung, die anderen Studenten fehlt. Zwischen Theorie und Praxis, sagt man immer, ist ein Unterschied von 50%. Wie viel Salz ist bei euch? Jeder Theoretiker muss auch praktisch arbeiten können. Anders haben wir zu wenig Leute. Also Damen und Herren, wenn Sie mal was von diesem Verein hören, TU Fast, dann wissen Sie, mit welchen Leuten Sie zu tun haben. Und das sollte man vielleicht auch noch sagen, am 15. März ist oben auf der Schwanthalerhe im Museum ist gleich der Rollout, oder? Am 10. April. Am 10. April. 10. April, genau. Da können Sie dann ausschauen, wie dieses Auto. Ah ja, genau. Wer lesen kann, ist immer im Vorteil. Das ist Einstiegsprüfung. Da ist also Rollout, Damen und Herren, und da können Sie sich das Fahrzeug anschauen, das hier gerade noch gebaut wird. Ich bedanke mich für die kleine Führung. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.